Jo Leute, weiter geht's mit Dungeon Defenders, mit dem Hangover. Hi. Und wir spielen jetzt gerade einmal kurz eine Folge oder eine Session ohne Rico. Der ist beim nächsten Mal aber wieder dabei. Und wir leveln jetzt ein bisschen. Was gibt's zu sagen? Ja, wir nehmen jetzt gerade über Skype auf. Das heißt, es wird im Hintergrund vielleicht ein bisschen rauschen von seinem Mikro. Wir haben im Moment kein Teamspeak. Aber ja, das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Und was wollen wir spielen? Keine Ahnung. Irgendwas auf Hard-Modus oder unendlich. Oder wollen wir hier dieses Bonus-Level, was man freischaltet, wenn man alle Maps geschafft hat? Haben wir alle Maps geschafft? Ja. Dann lass mal ausprobieren. Glitterhelmhöhlen. Wir haben doch sogar ohne Rico schon was geschafft. Also ohne Rico, also als Rico noch on war, aber nicht mehr mitgekämpft hat. Genau, der Boss. Mhm. Das war ja das Schwierigste von allem. Oh Gott, das sieht schwer aus. Unübersichtlich. Ist hinter uns auch ein Kristall. Ist ja nur relativ. Alter, guck mal, wie viele Kristalle. Oh Gott, 4 Kristalle. Okay, pass auf, ich gehe nach oben. Den kann man relativ easy bewachen, denke ich. Wie viele Ausgänge? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Ja. Pass auf, das ist aber relativ easy. Und zwar, den oberen, den mache ich ganz einfach. Und ja. Aber es ist echt ein sehr, sehr scheiß unübersichtliches Level. Ja, das ist ein Level, das ist halt echt zu dritt einfacher. Müssen wir mal gucken, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann lass das mit Rico erst spielen und dann können wir jetzt. Und dann können wir gleich Akatiti Jungle spielen. Ich finde das Level so genial. Das muss ich einfach einmal gespielt haben. Wenn du Mana brauchst, ne? Ich baue jetzt erstmal hier oben was Kleines. So. So, fuck, Alter. Naja. Gut, aber wenn wir das schaffen, dann sind wir Gangster, ne? Dann sind wir gut. Ja. Muss mal halt gucken, das ist schwer, weil wenn wir nur zwei sind und immer hin und her laufen müssen zwischen den Kristallen. Ja, warte kurz, wir müssen nur zwischen den unteren drei hin und her laufen. Weil der obere, der ist jetzt soweit beschützt. Okay, wo bist du? Warte, ich mache hier oben noch was, damit das hier wirklich komplett, damit wir hier gar nicht mehr hin müssen. Mache ich hier jetzt noch einen Feuerballturm. Glaubst du, das reicht? Ja, da sind 4 Türme. Hier, warte. Jo, danke. Gut. Dann schauen wir mal unten. Kommen die von hier eigentlich die Brücke hier lang? Warte mal. Na, die werden ja nicht über die Brücke, weil wenn sie da den Kristall zerstören, ist ja eh vorbei. Nee, aber zurück sozusagen die Brücke. Ich stelle einfach noch einen Blitzturm hier hin. Sicher ist sicher. Fuck. Was ist? Die Brücke hat ein Loch. Ja, das fällt dir früh auf. Ja, aber egal, jetzt bin ich schneller hier. Wir haben, hier kommen auch noch Wiefern scheinbar. Um die kümmerst du dich dann am besten, ne? Ja, nee, kann ich ja nicht. Am einfachsten ist es, wenn du die beiden äußeren Kristalle noch irgendwie beschützen könntest. Ja. Wollen wir jetzt erstmal ein Level, können wir mal so probieren. Oder nee, du stellst jetzt noch ein, zwei Türme, je nachdem wie viel du noch kannst. Der untere Kristall hier, ich kann richtig noch aufstellen, aber... Okay, das ist hier einfach nur unübersichtlich. Okay, wir müssen diese Brücke hier bewachen. Das kriegen wir relativ einfach hin. Das ist, glaube ich, ein Level, das ist wirklich mit zwei Nahkämpfern einfacher. Also, ich weiß nicht, aber wenn du nicht so viel Schaden machst, dann... Ja, ich weiß nicht, also wir müssen mal gucken. Ich denke, es soll erstmal jetzt schwer aussehen, aber ich denke, mit ein bisschen Taktik, WTF, kann man das hinkriegen. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ja. Ich hoffe jetzt mal darauf, dass einfach diese Mauer hier hält. Mann.
Ja, und wenn wir es nicht schaffen, dann ist halt Pech. Ja, ich denke, wir haben jetzt zwei Kristalle hast du beschützt und dann müssen wir halt uns noch um zwei kümmern. Ja. Kümmerst du dich um die Wiefern? Ja, ne? Ja, warte kurz, ich habe ja vielleicht sogar noch mehr Mana. Hä? Das ist eigentlich voll einfach. Wenn wir hier... Lass mich mal überlegen, da ist der Ausgang. Geht's hier hoch? Nein. Wenn wir hier den Weg nach oben versperren, dann ist das schon mal weg. Hier den Ausgang und da... Okay, kriegen wir hin. Mach erstmal Go. Kümmerst du dich um die Wiefern, ne? Ja, das... Ich kann das nicht. Oh, fuck. Hilfe. Ich kann hier nichts machen, ne? Scheiße. Ich versuche was zu bauen. Hä? Das ist ja voll einfach. Oh shit. Ist ja voll einfach. Drei Kristalle werden angegriffen. Ja, toll, das habe ich gar nicht beachtet. Die Wüfern. Die macht jetzt hier ungestört ihr... Ein Kristall ist gleich da, ne? Der ist tot. Okay. Also ich würde... Das lief ja noch nicht so gut. Also ich würde sagen, das war schon mal... Das war jetzt profihaft, ne? Okay. Also sagen wir mal so, das machen wir lieber nicht zu zweit. Okay? Ja, lieber was anderes probieren. Das ist was man besser mit Rico spielt. Dann, ich will unbedingt den Akatiti-Jungle haben. Dann machen wir den. So, mal schauen. Bin mal gespannt. Und ansonsten können wir einfach das erste Level nochmal auf wahnsinnig ein bisschen spielen. Ups, jetzt habe ich es weggeklickt. Oh. Oh nein. Hier kommen 14 Wiefern oder was aus der Luft hier. Es gibt nur drei Kristalle. Nur, hey, easy shit. Alter, erstmal, guck mal, wie unübersichtlich die ist. Sammeln. Ja. Ey, guck mal, das ist voll das Labyrinth. Ja, schon. Oh Gott, kann man hier reinfallen? Nee. Ey, ich weiß gerade gar nicht, wo was steht. Wo ist der zweite Kristall? Ach so. Hä? Leicht unübersichtlich nur. Ein bisschen. Hä, die beiden Kristalle bewachen wir und dann müssen wir eigentlich nur noch den da hinten. Hä, das ist easy, gib mir mal das Mana. Ja, wo bist du? Hier. Warum machst du nicht Hau, ey? Ja. So. Ja, danke schön. Hast du nicht noch mehr? Nee, ich bin noch am Truhen suchen, das ist ja etwas unübersichtlich. Gibt's ja noch welche, weil das wird nicht. Okay, gut. Oh, jetzt habe ich hier schon gedroppt, das war blöd. Wo? Hier. Okay, der eine Kristall ist sicher. Wo? Da. Darf man in den Fluss springen? Ja, bin ich schon mal. Hat mich jetzt nicht getötet. Das ist geil. Mit Wasser. Ey, die Map ist super. Guck dich mal um hier. Also es sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus. Zumindest vom Design her ist sie schön, ja. Ja. Noch. Noch loben wir diese Map. Ich hab noch 100 Mana für dich. Okay. Ich schaue gerade mal. Ich mache jetzt einfach hier so ein... Hä, nee. Was? So. Hier ist eine Turtle und ich kann machen Head It? Wo? Zeig mal. Geil, dann spuckt die Mana aus. Hä, wie geil, gib mal her. 10 Mana nur, aber... Okay, das ist wohl wahrscheinlich so ein Easter Egg. Sehr nice. So, also
Der hier dürfte sicher sein. Da muss ich jetzt auch nicht 10-mal nochmal lang ran. Dann, ey, was ist denn das hier für eine dumme Treppe? Wieso gehen denn... Kann ich einfach hier so machen. Mache ich erstmal so. Naja, gut, dann. Ausprobieren oder ein bisschen noch am Bauen? Ja, ich baue noch. Boah, wir haben nur 85 Abwehreinheiten. Das ist unfair. Ja, komm, ich kann jetzt nichts mehr bauen. Es ist jetzt scheißegal, wir müssen es schaffen. Bewach du mal bitte den Einzelnen. Ich mach die beiden hier. Jo. Kacke, die Musik, Alter. Die macht mich auch gar nicht irgendwie... Was? Ich bin eingespinnt. Dein Kristall wird angegriffen. Jo, ich weiß, ich bin schon da. Ja. Alter, wie viele? What the fuck, Alter? Was? Die kommen von hinten. Alter, was ist das? Nee, keine Chance, keine Chance. Und ja, das war's. Kristall ist down bei mir. Lol. Was sind denn das für Levels? Und ey, Hangover, ich muss dir was verraten. Oh, guck mal, Schwierigkeit leicht. Dafür haben wir es ziemlich weit geschafft, würde ich mal sagen. Also wir haben auf leicht gespielt und... Ja, oh, wir hatten bestimmt 10 Mobs getötet. Bestimmt, ne? Ja, also die will ich mal auf wahnsinnig endlos spielen. Auf jeden Fall. Ganz heißer Kandidat, ja. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal die erste auf wahnsinnig spielen oder so. Genau. Mal was, was wir schaffen können. Oh, warte mal. Die könnte man spielen? Nee. Das heißt, von der zweiten Seite geht schon mal gar nichts mehr. Das heißt, Palantir. Die sieht aber ganz übersichtlich aus. Ja, das Einzige, was wir noch machen können, ist Palantir. Und dann haben wir alle Maps, die wir spielen können, schon mal gesehen. Dann lass uns die auch einmal angucken, wenigstens, okay? Ja, immerhin mal gesehen, ne? Genau. Schauen wir mal. Oh. Doch nicht so übersichtlich. Die sieht ja ganz übersichtlich aus. Wen zitiere ich? Auf dem Bild sah sie übersichtlich aus. Ja, also... Das sieht ja ganz nett aus. Doch, oh. Guck mal, das sind nur immer, immerhin symmetrisch, sag ich mal. Auch nur 2 Kristalle, das ist dann natürlich... Das ja. Und 120 Abwehreinheiten. Okay, pass auf, diese Brücke hier. Jo, ich öffne noch mal ein paar Truhen. Ich muss einfach nur diese Brücke hier bewachen, oder nicht? Ja, diese Brücke einfach nur in die Richtung. Hä, das ist zu einfach. Irgendwas kommt hier noch. Bestimmt mehrere Oger in einer Welle. Ja, egal, die stelle ich mir aber richtig geil vor zu dritt. Die Map hier. Ich glaube, das könnte sogar meine Lieblingsmap werden, wenn die... Die ist schön übersichtlich. Genau, übersichtlich und trotzdem nicht einfach. Denke ich mal. Ja, zumindest Feinde technisch nicht, nee. Wo bist du? Ich hab Mana. Ja, gut, geh mal her. Hier kommt der Mana, Mann. Ach nee, hier kommen wieder diese Spinnen, glaube ich. Hast du eben auch so eine Spinne bei dir? Ja, die hat mich eingesponnen. Das war gar nicht so lustig. Nee, finde ich auch eher unlustig. Konnte ich gar nicht drüber lachen irgendwie im ersten Moment. Nee, ich auch nicht. Hey, das ist ganz einfach. Hier müssen wir einfach zubarrikadieren hier. So, Alter, es piept bei dir voll. Echt? Ja. Etwas. Besser? Nee. Aber ich denke, das ist so ein Nerv...